Weiter geht's mit Crash Bandicoot. Ich habe hier im letzten Part bei dem Level Road to Nowhere abrupt aufgehört, Leute, da ich sonst explodiert wäre vor Wut. Ich hoffe, dass ich jetzt mal ein bisschen mehr Erfolg habe und ich den Level beenden kann. So, Leute, es wird ja wohl gelacht sein. Das muss ich doch auch mal jetzt hier irgendwann schaffen. Es kann nicht so schwer sein. So, konzentrieren. Ja, moin. Direkt schon wieder gestorben hier. Direkt am Anfang schon wieder ein Leben liegen lassen. Das verspricht schon mal nichts Gutes. Wie sieht's hier aus? Komm, da ist der erste Checkpoint. Den nehmen wir mit. So. Auch gut soweit. Und da schon der nächste Checkpoint. So kann es weitergehen. Und viele Leben. Nice. Hilfe! WTF! Und da ist schon wieder ein Checkpoint. Sehr gut. Hui! Läuft eigentlich gerade. Ich bin erstaunt. Und wieder ein Checkpoint. So kann es weitergehen. Das wäre es ja jetzt, wenn ich das hier direkt instant schaffen würde. Ich sehe schon wieder einen Checkpoint. Oh, das schmeckt, das schmeckt, das schmeckt. Vollste Konzentration hier gerade. Checkpoint. Ja, nice. Gut, 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 gut. Hier muss ich kurz warten aufs Wildschwein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Gut, gut, gut. Okay, wir haben ein Gesicht verpasst, das tut mich jetzt aber gerade gar nicht, wenn ich ehrlich bin. WTF? Och man, ich brauch doch die Schildkröte. Ich bin noch nur da drauf gesprungen. Okay, jetzt muss ich sterben, Leute. Ja. Den Sprung schafft man nur mit der Schildkröte. Okay, egal, wir haben eigentlich, bin ich gut durchgekommen bis hierhin. Wird ja wohl wieder zu der Schildkröte kommen. Ja. Ich darf jetzt hier mich nicht wuschig machen lassen. Oh mein Gott. Hier sind wir wieder. Sehr gut. So, einfach nur auf die Schildkröte springen. Das kann nicht so schwer sein. Ja, sehr gut. Gut. Jetzt da noch drauf und dann ist das Ding doch hier geritzt. Ja. Ja, oh mein Gott, ich hab's geschafft. Und wie schnell diesmal. Ich kann es kaum glauben. Alter, Leute. Gestern habe ich das versucht. Ich bin so durchgedreht. Und jetzt hat es innerhalb von 5 Minuten geklappt, den Level zu beenden. Mein Gott, es geht doch. Vielleicht sollte ich nicht immer mitten in der Nacht spielen. Vielleicht liegt es auch daran. Man weiß es nicht. Aber ist mir jetzt auch relativ egal. Es steht ein neuer Level an. Mal gucken, was uns hier erwarten wird. Auf jeden Fall schon mal so eine Wegrennperspektive. Und tatsächlich ist das auch so ein Wegrennlevel. Oh. Nein. Komm schnell, Crash. Oh mein Gott. Noch kein Checkpoint. Doch jetzt aber, oder? Hier drinnen, ja. Dankeschön. Oh, es bewegen sich die Plattformen auch noch. Nein, das schaffe ich nicht. Oh doch. Ich dachte schon. Beim Sprung habe ich eigentlich schon gedacht, ich bin zu kurz.
Komm, Crash, gib Stoff. Alter, wo? WTF. Oh ja, nice, 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 nice. Sie kommen wieder gut durch. Was geht denn jetzt ab hier heute? Sonst quäle ich mich immer zu Tode. Gut, Jackpot haben wir schon mal wieder. Noch nicht einmal abgekratzt. Ja, das war jetzt einfach. Die Plattform haben sich jetzt nicht so ekelig bewegt. So, wie geht's hier weiter? Ja, die Etappe ist anscheinend nicht so schwer. Oder kommt jetzt hier noch was Ekliges? Oh, aber die Kugel ist ja übelst nah dran. Ja, Alter, geschafft! First try, Leute. Nice! Das schmeckt natürlich. Oh, wird das tatsächlich mal ein erfolgreicher Part hier? So, das macht mich natürlich gerade sehr glücklich, dass ich hier jetzt endlich mal auch etwas vorankomme. So, der Level sieht schon mal nett aus. Aber das habe ich schon mal gesagt und dann habe ich mich übelst gequält. Na, hier noch irgendwas versteckt hinter den Wänden? Nee, okay. Ach nee, nicht wieder solche brennenden Kessel. Alles klar. Wahrscheinlich schaffe ich jetzt schon gleich den ersten Sprung nicht. Das glaubt mir doch keiner. So, sowas Einfaches. Oh, die habe ich fast schon wieder vergessen. Und da kommen auch schon wieder Fledermäuse. Da haben wir eine Maske. So, von den Viechern habe ich auf jeden Fall Panik. Ja, sehr gut. So, eben warten, bis die Fledermäuse vorbeifliegen. Ja, so ist gut. Und der erste Checkpoint. Oh, 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 oh mein Gott. Ja. Bisschen Glück gehört manchmal auch dazu. Also das Spiel geizt echt nicht mit Leben. Weil die halt auch echt wissen, dass es nicht so einfach ist. Und manchmal hat man halt einfach einen Run und dann läuft es. So wie ich gerade. Ja. Alter, okay. Warum immer, wenn ich mich selber lobe, mache ich irgendeinen Shit. Hey! Das ist frech gewesen. Schade, dass sie jetzt nicht wieder zwei Leben sind. Ja, okay, aber es wäre dann auch ein bisschen... ja. Ein bisschen sehr einfach. So, hier immer im Rhythmus bleiben. Ich habe den Weg hier gesehen. Ich werde den jetzt auch versuchen zu bekommen. Ja, okay. Was ist hier? Ah, noch eine Maske wohl. Ich dachte erst, da wäre nichts. Da hätten die mich ja übelst hochgenommen. Da kommen wieder Fledermäuse. Aber der Level scheint auch einigermaßen machbar zu sein. Ich habe jetzt hier noch nicht die übelsten Probleme. Och Mann. Schon wieder, weil ich sowas gesagt habe. No! Och Mann, ich habe die wieder vergessen. Obwohl es mir eigentlich angezeigt wird, wenn Fledermäuse kommen. Denn immer wenn so eine einzelne Fledermaus am Ast hängt, kommt halt so eine Fledermaus-Armee. Hier, diese meine ich. Okay, Timing verkackt, egal. Warte ich halt einmal. So, jetzt bin ich da.
So. Oh mein Gott! Wie schlecht war das denn schon wieder von mir? Da kann ich meine Leben ja gleich wegschmeißen. Solche dummen Moves sollte nicht zur Gewohnheit werden. Ich glaube das nicht. Wieso warte ich nicht einfach, bis beide wieder zurück sind, Mann? Weil ich halt das Gefühl habe, dass ich dann reingeboxt werde. Weil das Timing dann nicht stimmt. An so einer einfachen Stelle jetzt schon wieder hier 2 oder 3 Leben liegen gelassen. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt mal. Ja, das ist so easy, ey. So easy. Und ich kack mich da so ein. Ja? Und du? Okay, verstehe. Jetzt. Oh nein, ich wäre sogar drauf gekommen. Unten ist Feuer, da werde ich auf jeden Fall nochmal drin landen. In irgend so ein Feuer hier. Das steht fest, Leute. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das jetzt hier direkt erklimme. Auch wenn es gerade ganz gut aussieht. Oh. Aber nicht ins Feuer. Man muss es ja auch manchmal positiv sehen. Ja, okay. Jetzt muss ich mir eben einen Überblick verschaffen. Ja, sehr gut. Hätten sie hier nicht einen Checkpoint machen können? Ja, nice. Okay, es hat besser geklappt, als ich es befürchtet habe. Aber noch kein Checkpoint, also noch nicht zu früh feiern. Ja, gut. Da ist der Checkpoint, nice. Ja, gehen die Dinge auch wieder zurück? Ja, jetzt, okay. Ich laufe jetzt gleich einfach mal los. Wir haben ja einen Checkpoint gehabt. Jetzt. Oh. Alter. Das war auch wieder krank knapp. Konzentration ist da. Ja, sehr gut. Ja, hier mache ich die Kiste mal lieber mit Springen kaputt. Dann kriege ich mehr Wumperfrüchte. Oh, das wird ein schwieriger Sprung, glaube ich. Ja, hat geklappt. Nice. Oh mein Gott, da habe ich Glück gehabt. Ey! Oh. Ey, wieso schafft er das nicht? Was ist das denn? Ey, Leute, seht ihr das? Das ist schon frech, oder? Ich kann ja nicht mehr machen, als das springen. Jetzt aber. Alter, ey. Oh. Heute habe ich ja wirklich Glück in dem Part. Auch wenn ich nicht verstehe, warum er diesen Sprung nicht bewältigen kann.
Schafft er einfach nicht. Crash, Mann, du Lappen. Na, gerade habe ich es ja auch schon geschafft. Es muss ja gehen. Jetzt hat er ihn wieder. Und wieder Checkpoint. Nice. Ist hier noch irgendwas? Ah, okay, das kann ich noch nicht. Aber der Level geht ganz schön lang, oder? Oder kommt er mir nur so vor? Fledermaus-Armee ist wieder am Start. Juckt uns jetzt aber nicht. Na, hätte ich tatsächlich springen können. Aber ich glaube, jetzt ist besser das Timing. Hier warten wir nochmal eben ab, bis die Fledermäuse wieder an uns vorbeirauschen. Ohohoho. Oh! Okay. Aber mich auch ein bisschen verjagt. So, jetzt darf ich nicht wieder zu hektisch werden. Ich merke das gerade schon wieder. Okay, ich bin irgendwie rübergekommen, habe sogar noch so eine andere Maske eingesammelt. Und anderes Gesichtssymbol. Und da ist sogar wieder ein Checkpoint. Das ist sehr gut, aber zeigt mir eigentlich auch nochmal, dass der Level hier noch nicht vorbei ist. Das ist auf der anderen Seite natürlich wieder nicht so gut. Ich laufe einfach los und das geht auch noch gut. So, was mache ich da am besten? Ja, das war die richtige Entscheidung. Ich habe die Kisten da hinten gesehen, Leute, aber egal. Ich will das hier jetzt versuchen zu beenden. Oh mein Gott, ey. Das Level möchte kein Ende nehmen, ne? Ah, guck mal, ein Bonuslevel haben wir auf jeden Fall. Da haben wir das. Unser heißgeliebtes Bonus-Level. Ja, hier nehmen wir natürlich noch so viel mit, wie geht. Jo, danke für die Leben. Nice. Die können wir immer gut gebrauchen. So, die Platte ist fest. Ah, der Level geht echt lang. Obwohl ich jetzt nicht so übertrieben oft gefailt habe hier. Noch ein Checkpoint. Aber ich bin hier noch. Alles gut, nichts passiert. Ah, ne, das wäre jetzt. Boah, hier muss man fix sein jetzt. Aber alles gut, nice. Immer noch kein Ende in Sicht. Weg mit dir. Doch, hier ist das Ende. Huiuiuiuiuiuiuiui. Hier sammeln wir noch in Ruhe die Wumperfrüchte ein. Und natürlich auch die Leben. Zack, und geschafft. Ja, da muss ich mir auch erstmal den Schweiß von der Stirn wischen und von den Händen. Man ist ja doch immer recht angespannt, ey. Ja, ich weiß, ich habe einige Kisten vergessen, aber interessiert mich jetzt gerade nicht. Ich bin froh, dass ich hier so schnell durchgekommen bin. Koala Kong. Es scheint der nächste Boss auf uns zu warten. Okay, mal gucken, wie wir den treffen. Ob ich auch wieder so ewig lange brauche, um das zu checken. Ich hoffe natürlich nicht.
So, erstmal würde ich jetzt vermuten, dass ich die Steine zurückschleudern kann, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen utopisch. Oder? Ja doch, das geht. Das ist schon mal gut. Weiß ich jetzt schon mal, wie ich den treffen kann. Aber die kleinen glaube ich eher nicht, oder? Ne, nur diese großen bestimmt. Ja, und bupp. Ah, alles klar, okay. Diese Wagen, die da rumfahren, sollten ihnen dann halt so ein bisschen Schutz gewähren. Aber ich glaube, der ist jetzt nicht so schwer, oder? Ah, ich möchte mich jetzt hier auch noch nicht festlegen. Nicht, dass ich das gleich noch verkacke. Und die Hälfte Schaden hat er ja jetzt schon. Und diesen... Ah, okay, guck mal, da kommt jetzt schon die nächste TNT-Kiste. Ja. Das war so klar, ne? Okay, weiter geht's. Das wäre es auch mal gewesen, einen Boss in First 2 zu schaffen. Ich habe mich da ein bisschen einkacken lassen. Komm, schmeiß den Stein, du starker Koala. Ja, lauf doch noch weiter. Bupp. Treffer 1 von 4. Jetzt kommt er schon mit dem zweiten großen Stein. Bupp. Treffer 2 von 4. So, gerade bin ich, oder habe ich hier an der Stelle verkackt. So, jetzt hat er auch zwei Wagen hier zum Schutz. Ey, ich habe zu spät geschlagen. Ich Vollidiot. Da rollt der Stein einfach weg. Ist natürlich auch schon irgendwie nicht so logisch, aber... Ja, okay. Jetzt sind die Wagen da am Weg. Ja, okay, da konnte ich nichts für. Hätte sich eh nicht gelohnt zu schießen, denn in dem Sinn... Jetzt müsste es gehen. Ja. Okay, einmal noch. Hoffentlich macht er jetzt nichts Außergewöhnliches noch. Ne, er bleibt bei dem Rhythmus. Und? Nein! Nein! Das war der erste Matchball. Oh nein, wieder verkackt. Und wie knapp. Das war ein Pfostenschuss, Leute. Komm, jetzt mache ich ihn einfach platt und gut ist. Jawohl. Perfekt abgetimed. Aber er scheint irgendwie noch nicht. Doch, ich wollte gerade sagen, hä? Berappelt er sich nochmal? Okay, das war auf jeden Fall der mit Abstand einfachste Boss bisher in dem Let's Play. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns denn im nächsten Part von Crash Bandicoot wieder. Daumen nach oben nicht vergessen und ich würde sagen, haut rein, bleibt gesund, ciao!